Tagesordnungspunkt 38 auf der heutigen Tagesordnung. Der letzte Punkt, ein Antrag Fraktion Die Linke, Gestaltung des Scheunevorplatzes. Frau Muth, oder wer bringt Nein? Sehr geehrte Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen und Gäste, wir möchten den Antrag, den die Linke eingebracht hat, zum Umbau des Scheunevorplatzes durch einen Ersetzungsantrag ersetzen, der im Grunde, im Großen und Ganzen, bis auf eine Stelle der Beschlussempfehlung des Bauausschusses folgt. Was die Änderung ist, darauf komme ich gleich noch. Ich möchte kurz, ohne jetzt nochmal das Gesamtthema zu beschreiben, darauf eingehen, was Plätze im öffentlichen Raum eigentlich sind. Das mag vielleicht in der äußeren Neustadt besonders zutreffen, aber das trifft auf alle anderen Plätze auch zu. Ein Platz im Straßenraum ist ein öffentlicher Platz, der einerseits eine Funktion hat und auf der anderen Seite aber eben auch ein Teil des Lebensraums ist, der Menschen, die dort wohnen, die diese Plätze benutzen. So. Und in der Neustadt gilt es deswegen ganz besonders, in der äußeren Neustadt, weil die äußere Neustadt sehr dicht besiedelt ist und weil gleichzeitig Anwohner und die öffentliche Nutzung bzw. die Nutzung durch Verlaufspublikum, die dort einkaufen gehen, die dort Kulturevents besuchen und so weiter, sehr, sehr hoch ist. Die Dichte ist sehr hoch. Das heißt, dass dort die Plätze noch viel stärker frequentiert sind und viel stärker auch eine Identität haben, die von den Menschen, die die Plätze nutzen, erzeugt wird. Also die Identifizierung, die die Menschen den Plätzen geben, die haben dann diese Plätze auch als Prägung. So, das wäre jetzt so ein bisschen die Vorrede dazu. Weil diese Identität der Plätze existiert, ist es ja sehr nachvollziehbar, warum die Beteiligung genau an diesem Ort in der äußeren Neustadt sehr stark war, dass dort eben die Anwohner genauso wie auch Initiativen stark eingebunden wurden und in die Planungen des Platzes involviert waren. Warum ist es dann trotzdem dazu gekommen, dass diese Beteiligung und eben auch das Ergebnis der Beteiligung so kritisiert worden sind in der Öffentlichkeit und dazu dann eben auch von einem Teil der Stadträte und eben auch von aktiven Gruppen, die sich sehr stark eingebracht haben in diesen Beteiligungsprozess und die danach gesagt haben, dass sie im Grunde sich selber in diesen Ergebnissen nicht wiederfinden. Ich bin der Meinung, dass es ein prinzipielles Problem dieser Beteiligung gab, ganz offensichtlich. Und das war, dass nur die bauliche Seite berücksichtigt wurde, dass die Menschen, die sich beteiligt haben, nur in Bezug auf die bauliche Seite sich einbringen konnten, sich dort aber nicht wiederfinden konnten. Das ist die eine Seite, die Kritik, dass eben das Ergebnis viele der Anregungen nicht aufgegriffen hat. Und auf der anderen Seite wurde eben eine andere Sache außer Acht gelassen, nämlich, dass dieser Platz nicht nur eine bauliche Substanz hat, sondern eben auch eine Identität. Und das wurde eben nicht berücksichtigt, dass eben die Nutzbarkeit und die Nutzung des Platzes jetzt nach ganz bestimmten Regeln funktioniert. Und diese Nutzungsart schon alleine durch einen einfachen baulichen Eingriff, der vielleicht noch gar nicht mal so viel verändert, sich stark verändert, sehr stark verändern kann. So. Und was wir jetzt erreichen wollen mit dem Antrag und auch mit dem Ersetzungsantrag ist, dass an dieser Stelle nachgebessert wird, wo eben in der Beteiligungsmaßnahme bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt wurden. Und wir eben möchten, dass im Fortgang der Planungen eben die Nutzung, die spätere Nutzung des Platzes, die spätere Sondernutzung, die es wahrscheinlich werden wird, weil es eben auch eine Umwidmung eines Teils des Geländes geben wird, dass dort die bisher Beteiligten, aber eben auch die unmittelbar anliegenden Nutzer, dass die involviert werden, sodass man sich eben auch darüber verständigen kann, wie dieser Platz im Folgenden genutzt werden soll. Ich würde gerne ein Beispiel aus Hannover ansprechen. Dort ist es so, dass die Stadt mittlerweile, wenn sie zum Beispiel Kinderplätze plant, eine Art Kinderbeteiligungsmaßnahme durchführt mit gutem Erfolg.
Das bedeutet, dass Leute aus der Verwaltung in Kindergärten gehen und mit den Kindern gemeinsam über Spielplätze, die in unmittelbarer Umgebung sich befinden, wenn die eben verändert werden sollen, mit den Kindern gemeinsam über Modelle, über Gespräche und Zeichnungen den Ideen und den Anregungen der Kinder versuchen, auf den Grund zu gehen, was sicher nochmal mit Kleinkindern noch was anderes ist als mit Erwachsenen, aber vielleicht auch der Reiz besonders hoch ist, dort herauszufinden, was für eine Perspektive haben die Kinder. Es hat aber gleichzeitig auch noch einen anderen Grund und auch den Erfolg, dass nämlich... Kommen Sie bitte zum Ende dann? Ja, sofort. Genau, also es hat den Erfolg, dass die Kinder und eben auch die in ihrem Umfeld sich mit dem Platz viel stärker identifizieren. Das heißt, dass die Spielplätze, die die Kinder selber mit entworfen haben, wo sie selbst gefragt und beteiligt wurden, dass sie eine Beziehung zu dem Platz haben. Und der messbare Erfolg davon ist, dass die Plätze viel weniger vermüllt werden, dass auch wesentlich weniger Vandalismus stattfindet. Das ist belegt worden, zum Beispiel an diesen Maßnahmen. Und ich wünsche mir, dass genau das Gleiche beim Scheunevorplatz auch passiert, dass eben nicht eine abtötende Sanierung stattfindet, die die jetzige Nutzung nicht aufgreift, sondern dass die jetzige Nutzung einen Fortbestand findet, nachdem der Platz umgebaut wurde. Vielen Dank. Ich habe im Rahmen der Fraktionsrunde jetzt Herrn Thiele und Herrn Lichti. Gibt es? Herr Lichti will nicht, Herr Thiele? Sehr geehrter Herr Bürgermeister Siddel, liebe Stadtratskolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt hier einen Antrag von den Linken vor uns liegen zur Gestaltung des Scheunevorplatzes. Frau Muth hat es in ihrer Einbringung schon gesagt, es gab eine breite Beteiligung, einen umfangreichen Prozess aller möglichen Leute, die dann dort in den Planungen mit herangezogen wurden, mit befragt wurden, sich mit einbringen konnten. Möglicherweise war das ein sehr langwieriges Verfahren, hat lange gedauert und es ist ja auch noch immer keine Umsetzung so richtig absehbar. Und vielleicht ändern sich da auch die ein oder anderen Sichtweisen. Dennoch, glaube ich, ist das hier ein absoluter Schaufensterantrag, der zu nichts anderem führt, als hier die Verwaltung zu beschäftigen und sich wieder ein Feigenblatt vorzuhängen, um sagen zu können, wir haben uns hier um ein vermeintliches Thema gekümmert, was aus meiner Sicht tatsächlich überhaupt keins ist. Der sogenannte Scheunevorplatz, also diese Kreuzung mitten in der äußeren Neustadt von Alaunstraße und Luisenstraße, ist jetzt sicherlich nicht das Kleinod dieser wunderschönen Stadt Dresden. Natürlich hat der Platz heute, wie er ist, auch sein Flair, hat seine Nutzung. Man kann darüber unterschiedlicher Meinung sein. Es wird angenommen, es könnte auch noch schöner sein, keine Frage. Ne? Aber jetzt hier dieses ganze Verfahren in Frage zu stellen und nochmal neu alle möglichen Leute und noch sonst wen zu befragen, das halte ich für nicht zielführend, denn wir müssen hier nämlich mal zu Potte kommen, denn ansonsten verfallen die Fördermittel, die die Stadt einsetzen möchte, um diesen Stadtplatz weiter zu verschönern. Und liebe Linke, was ich jetzt wirklich nicht verstehe, im Ortsbeirat Neustadt, und Sie wollen ja Bürgerbeteiligung und auch die Beteiligung oder die Voten der entsprechenden Vorortgremien ernst nehmen, da ist Ihr Antrag krachend durchgefallen. 5 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung. Was ist denn da schiefgelaufen im Weltgremium Ortsbeirat Neustadt, dass Ihr Antrag keine Mehrheit gefunden hat? Und wenn ich dieses Votum ernst nehme vom Ortsbeirat Neustadt, die ja dort entsprechend eine wirklich sehr erdrückende Mehrheit haben aus CDU-Sicht. Ja? Wir haben 6 Leute dort, ja? Ja, ja, ne? Die Grünen, also uneinholbar von, ja, also so viel Ironie muss ich mir heute Abend noch erlauben. Ne? Also was war denn dann an Ihrem Antrag, der kann doch dann nur falsch sein, wenn er dort so ein Abstimmungsvotum erhält. Mit anderen Worten, wir lehnen das ab, wir halten es für nicht zielführend und wenn Sie hier schon irgendwie noch entsprechend Institutionen und Gremien einbeziehen, dann denken Sie bitte an alle, nicht nur an die Schwafelrunde, denken Sie bitte auch
an die Anwohner der Alaunstraße, an die Anwohner der Luisenstraße, das fehlt in Ihrem Antrag völlig. Denken Sie bitte an den Neustädter Kreis, ein genauso tätiges, da brauchen Sie jetzt wirklich nicht zu lachen, Herr Lichti, auch das ist ein legitimes Gremium in der äußeren Neustadt, genau wie die Schwafelrunde. Die Schwafelrunde ist auch nicht demokratisch gewählt, es ist kein e.V., nichts, genau wie der Neustädter Kreis. Die Leute bringen sich genauso ein wie die Schwafelrunde, dann nehmen Sie die auch mit, wenn Sie den Anspruch vertreten, liebe Damen und Herren da von der linken Seite, hier alle einbeziehen zu wollen. Denn diese Interessen, das möchte ich Ihnen sagen, die gibt es nämlich auch. Nicht nur die, die dort Party feiern wollen vor der Scheune. Also, überarbeiten Sie bitte Ihren Antrag. Nehmen Sie dann, wenn Sie hier schon Leute irgendwie nochmal wuschig machen wollen, nehmen Sie alle mit. Denken Sie bitte an das Votum des Ortsbeirates Neustadt. Und überdenken Sie vielleicht generell Ihren Antrag nochmal, zu welchem Zweck und zu welchem Ziel er führen soll. Wir sehen darin überhaupt keinen Sinn. Sie wollen sich hier ein Feigenblatt vorhängen, um noch ein bisschen Bohai in der äußeren Neustadt zu betreiben. Dabei wünschen wir Ihnen viel Spaß. Wir machen da aber nicht mit. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe jetzt für das Schlusswort nochmal Frau Muth. Und wenn Sie den Weg vom Platz bis zum Pult nicht nur für das Überdenken des Antrages nehmen, sondern auch hinsichtlich des Termins, weil Sie darum gebeten haben, den Antrag bis zum 6.8. das zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die nächste Sitzung des Ortsbeirates ist erst am 7.9., weil der gerade in dieser Woche am 7.7. getagt hat. Das heißt also, wir können entweder den Termin einhalten, es vorlegen oder die Beteiligung machen. Bitte sehr. Ja, ich möchte mal ganz kurz, vielleicht auch das, was ich vorhin weggelassen hatte, aber auch als Antwort auf Herrn Thiele. Erstens ist es so, dass der Ortsbeirat Neustadt sich ja in Bezug auf den Antrag, der noch nicht verändert war, bezogen hatte und der Bauausschuss sich wiederum auf das Votum des Ortsbeirates bezogen hat. Das heißt, die Ergänzung und auch der Ersetzungsantrag und auch schon vorher das Votum des Bauausschusses haben genau das ja mit einberechnet, was der Ortsbeirat gesagt hat, Ortsbeirat Neustadt, der nämlich gesagt hat, dass auf der einen Seite die Kritik sehr wohl gehört wird und auch geteilt wird, aber auf der anderen Seite nicht riskiert werden soll, die Fördermittel, die eben eine bestimmte Frist haben, dass die eben durch eine weitere Beteiligungsmaßnahme vielleicht verloren gehen. Und genau deswegen haben wir das ja verändert, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir damit leben, dass die Gestaltung eben die rein äußerliche Gestaltung nicht mehr verändert werden kann aufgrund der Fördermittelfrist. Aber wir wollen gern, dass die Nutzung, das heißt die funktionale Gestaltung des Platzes unter Beteiligung stattfindet. Und das hat mit den Fördermitteln und mit der Frist gar nichts zu tun. Das heißt, wir haben sehr wohl das Votum des Ortsbeirates berücksichtigt und zwar inhaltlich. Wir haben es inhaltlich berücksichtigt und daher auch die Änderungen. Und die einzige Änderung, die es eben jetzt gibt im Vergleich zum Votum zum Vorschlag des Bauausschusses, ist, dass wir gern möchten, dass nicht nur diese Beteiligung mit den Gruppen, und da geht es um die Schwafelrunde und um den Scheune e.V., dass nicht nur die Beteiligung stattfindet und das dann umgesetzt wird oder eben auch nicht, sondern dass dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt wird. Das ist die einzige Veränderung und ich halte das für sehr vernünftig, weil auch der Stadtrat ein demokratisches Gremium ist, wo es die Möglichkeit gibt, wenn es vielleicht doch nochmal Kritik gibt, zum Beispiel an der Beteiligungsmaßnahme, dass man das dann eben nochmal diskutieren kann öffentlich und eben nicht das Gleiche passieren könnte wie vorher, dass eine Beteiligung stattfindet und es danach keine Möglichkeit mehr gibt, das Ergebnis nochmal zu korrigieren oder zu kritisieren. Danke. Hinsichtlich des Termins? Ja, da ja am 7.9. erst der Ortsbeirat Neustadt wieder tagt, wäre also 30.9. Mensch, ich weiß es nicht verstanden, das ist ein längerer Prozess. Mach mal 30. Ja. Nächstes Jahr im Sommer vielleicht. Nehmen wir 30.9. als den Termin, der hier in Punkt 2 genannt ist. Ich bitte dann um das Handzeichen, wenn Sie diesem Ersetzungsantrag mit der redaktionellen Änderung zum 30.09. Ihre Zustimmung erteilen. Bitte um Zählung. Gegenstimmen?
Enthaltung? Genau, wir bauen die Königsbrücke so breit, dass er bis zum Scheunenfuhrplatz anschließt. Es wird 35 Ja-Stimmen bei 30 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen so beschlossen. Das war der Tagesordnungspunkt 38. Der letzte auf der heutigen Tagesordnung. Ich möchte mich recht herzlich für die konstruktive Behandlung bedanken und wünsche einen guten Einstieg in die Sommerpause, die ja diesmal etwas unterbrochen ist, und hoffe, Sie alle gesund und munter am 6. August wiederzusehen.